Hallo Drio, hier ist der Zweikampfsofa und wir spielen Neverwinter mit mir der Snorx, ich bin der Snurk und heute zeigen wir uns mal hier ein Klerikerin mit einem hübschen Gewand als Gottesrächerin, glaube ich, hieß sie, also als Schadensverteilerin. Sagt man das so? Richtig. Ich fand es ja eher schräg und wollte auch eigentlich nicht auf DPS gehen, muss ich sagen, weil ich finde halt ein Kleriker im Schaden, ja, in den ursprünglichen Büchern und was weiß ich was, ja, da gab es schon immer so einen Kleriker, der auch immer Schaden machen konnte. Ich fand es trotzdem schräg, weil ich war halt auch gerne Heiler und so. Mhm. Ich muss allerdings sagen, ich habe ein Bild dann ausprobiert und der knallt so rein. Alter Schwede, was ist das denn für ein Schadensmacher? Das ist unglaublich, ja, was der an Schaden macht. Ich wundere mich immer, warum eigentlich das sind eigentlich keine klassischen DPS-Charakterklassen, warum die dann plötzlich so ein Bild drin haben, also wo man dann plötzlich mehr Schaden machen kann als alle anderen so. Naja, gut, so kämpfende, gläubige Kleriker gab es ja schon häufiger. Also, ja, das aber ist eher so Kriegsmönche. Es ist halt auch. Ja, es ist, also, aber dieser Bild macht echt guten Schaden, muss ich mal so macht sagen. Bums. Also da, der macht echt Bums. Also für Leute, die das gar nicht wissen, wie so ein Kleriker funktioniert, ihr seht ja auch neben meinem Charakter so einen links so einen kleinen Bogen. Das ist die Göttlichkeit, die ich da so habe. Und dann seht ihr so 6 runde Punkte, die füllen sich auch so nach und nach. Das muss ich allerdings gleich mal eben im Bild erklären. Mhm. Also fangen wir vielleicht erstmal damit an, wo bin ich denn eigentlich? Meine Ausrüstung ist im Prinzip auch wieder das, was es so in den Meisterexpeditionen gibt. Also wer den Heiler-Bild gesehen hat, da habe ich eigentlich nicht viel gewechselt, weil ich nicht genug Geld und Zeug habe, um alles doppelt zu haben. Zwei Ausrüstung, also auch hier wieder Mormis Suppenschüssel aus den Meisterexpeditionen, die Borkenhaut, eine Tausender-Rüstung, Felspanzerhandschuhe, Alabaster, alles nicht aufgelevelt, wie ihr seht. Gurtuk-Stiefelchen, hier die Artefakte, das ist das einzige Neue im Prinzip aus dem Under Mountain Arcturia Spieldose. Ansonsten nehme ich hier wieder das Siegel des Klerikers und da drüben so ein bisschen Sturmangriffshose aus den Expeditionen, Agentengilde-Klamotten, noch immer das Meister-Set 3, also auch nichts Besseres. Eine Fernkampfverstärkung, die ein bisschen mehr Schaden machen durch den Überfallring. Ja. Und hier einfach tägliche Kräfte, die 3% mehr Schaden machen. Also nichts Dolles irgendwie. Ja. Was hier zu einem Bild führt, der mir 145.000 Schaden gibt, 102 Kampfvorteil und so 145.000 Kraft und 102.000 Kampfvorteil und ansonsten so 80 und am wenigsten habe ich Crit-Vermeidung und noch schlimmer Robustheit und Wahrnehmung. Gar nicht vorhanden. Also ansonsten so zum Raushauen habe ich da eigentlich genug in Anführungsstrichen, das ist schon okay. Mhm. Wie habe ich das gemacht? Ich habe einen Mix gemacht, weil ich fand, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen. Und also ganz wichtig war hier der magische Schadensbonus, weil was du als Kleriker als Schaden machst, ist magischer Schaden. Ah, okay. Das heißt, den durchgängig. So, dann habe ich die Gefährteneinwirkung wieder auf Lab-Tempo noch reingepackt. Okay. Habe einmal den kritischen Trefferschaden noch erhöht und dreimal meine Trefferpunkte und Aktionspunkte zu gewinnen erhöht. Das ist ein lustiger Mix. So, und im Prinzip könnt ihr das handhaben, wie ihr wollt. Diese Sachen, viele machen ja mal eins durchgängig, was sie denn nehmen, aber im Prinzip sind das die drei wichtigsten Sachen. Nämlich natürlich wieder auf Lab-Tempo, Gefährteneinwirkung, könnt ihr alles reinballern. Crit-Trefferschaden kann nie schaden, erhöht halt den Schaden insgesamt. Und um zu überleben und schneller seine Ultis zu zünden, maximal Trefferpunkte dazu. Ich habe hier so einen Mix gemacht, weil auch für mich die Werte so am besten noch waren. Es ist wie gesagt Work in Progress. Ich bin da auch noch nicht ganz glücklich mit. Ich spiele da immer noch rum. Hm. Aber momentan haue ich sie einfach so weg und brauche es noch nicht großartig umstellen. Im Moment kann ich damit noch so leben. Okay. So, was habe ich gemacht? Jetzt muss ich mal erstmal hier anfangen. Dieses Bild, diese Punkte am Rand bei der Mechanik. Ich mache mit meinen Kräften entweder gleißenden Schaden oder brennenden Schaden. Das heißt Feuerschaden oder so göttliches Licht als zusätzlichen Schaden, was alle meine normalen Schadensarten verstärkt. Wenn ich hier oben mal eben hingehe in die Freien, das Ding, wobei jeder Treffer Feuerschaden verursacht. Das Ding, gleißenden Schaden verursacht. Das Ding gleißenden Schaden, das Ding wieder Feuerschaden. So, also jedes Ding macht noch irgendeinen Zusatzeffekt. Was ich hier genommen habe, ist die Glaubenslanze. Damit werfe ich einen gleißenden Speer auf die Leute. Okay.
Schaden 80, okay, klingt erstmal so. Das, so, das ist aber für eine freie Hoch. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Plus 10, ne? Zusätzlich, ja. Ja, die zusätzlichen Effekte darf man aber in dem Fall nie vergessen. Also hier gibt es, wenn ich gleißenden Schaden, also gleißendes Urteil habe, kommen wir gleich zu, dann erhöhe ich den Schaden nochmal um 10. Oder beim brennenden Schaden, den ich gemacht habe, werden nochmal diese Punkte sozusagen um einen weiter erhöht. Okay. So, bei diesem Verbrennen füge ich Gegnern im Umkreis Feuerschaden zu. Krass. Und zusätzlicher Effekt erhöht schon wieder den gleißenden, das gleißende Urteil um 3 diesmal und brennenden Urteil wird um Schadenstärke 5 erhöht. Mhm. Also je nachdem wird immer sozusagen mein brennender Schaden oder mein Lichtschaden, mein göttlicher Schaden verstärkt. So, was habe ich an Begegnungskräften genommen? Diese göttliche Leuchten sieht erstmal total unspektakulär aus. Ja. Bedrohung wird um die Hälfte verringert. Okay. Ja, okay. Ja, also ich kann da stehen und passiert erstmal nichts. Dir nichts. Der zusätzliche Effekt ist nett. Göttlichkeitsregeneration. Aber, jetzt muss ich mal eben hier unten hingehen. Das göttliche Leuchten generiert nun einen vollen Stapel von, einen ganz vollen Stapel von brennenden oder göttlichen Urteil. Sofern ich mindestens eine Aufladung habe, das heißt, danach habe ich 6 volle Balken und hau richtig den Schaden raus. Okay. Deswegen habe ich das Ding gewählt. Also erstens kriege ich Göttlichkeit und zweitens maximiere ich damit meinen Schaden. Okay. Dann gehe ich mal nach hinten. Ja. Ich füge dem anvisierten Gegner erstmal gleißenden Schaden zu, in einer Schadenstärke 400. Okay. Erhöhe den Schaden, den das Ziel durch Magie- und Projektilangriffe erleidet. Also hier oben Magie, Projektil und so. Um 10%, da gibt es mal die Prozentwerte für 10 Sekunden und erhöhe brennendes Urteil oder gleißenden Schaden nochmal um 100 in dem Fall oder das brennende Urteil um 1. Alter. Und dann haue ich mit einem versengenden Wurfspeer, der allen Gegnern in einer Linie vor mir, und das bedeutet, wenn du dich so geschickt immer platzierst, dass 5 Leute hintereinander stehen, die Lanze geht durch alle durch und macht bei allen den gleichen Schaden von 360 plus in dem Fall denn 10% Schadenstärke höher plus 100 Schadenstärke, gleißendes Urteil dazu plus nochmal gleißendes Urteil hier, Schadenstärke und. Ja. Also maximale Steigerung der Schaden und es geht durch alle Gegner durch. Mhm. Also ich habe jetzt gerade mal so mein Waldi noch vor Augen, was der für Begegnungskräfte Schäden hat. Ja, nicht schlecht, was du da hast. Cool. Okay, also ja, weiter. So. Geht leider weiter mit der celestischen Protuberanz und ich gehe nachher noch auf die Talente. Auch da spielt das alles wieder eine Rolle. Ja, okay, ja. Ja, Protuberanz. Ja. Gesundheit. Also, du machst einen Bereich, da ist in der Mitte so eine leuchtende Kugel, eine gleißende Energie. Ja. Und dann kann ich das nochmal aktivieren und dann explodiert der ganze Scheiß. Allerdings steht da, die gleißende Energie wird sich nach 5 Sekunden ausdehnen und den Schaden erhöhen. Das heißt, ich mache einen Bereich, da ist eine Kugel, die pulsiert und nach 5 Sekunden wird die größer. Und wenn ich sie erst dann zünde, mache ich 1000 Schaden, zünde ich sie sofort nur 600. Okay. Zusätzlich werden die Leute betäubt, wer noch lebt, also das sind wenige. Das dauert 3 Sekunden. Ich erhöhe damit aber auch wieder brennenden Schaden und gleißenden Schaden um 100 nochmal. Ja. Und eine gleißende Energie wird erst nach 15 Sekunden auch noch von selbst getötet, falls ich vergesse, die zu zünden. Also insofern kannst du nichts falsch mitmachen. Das ist das Richtige für mich. Ich vergesse alles. Okay. Und das Ding ist so Single-Target-mäßig. Ich greife ein anvisiertes Ziel dreimal an und hau dem mit so einem riesen Hammer, deswegen auch das Bild, so einem göttlichen Hammer auf den Kopf, der 1500 Schaden macht. Zusätzlich wird wieder alles, was ich an gleißenden oder brennenden Schaden mache, erhöht. Mhm. Auch hier wieder um 100 oder um 3. Also alles maximiert die normalen Kräfte, die ich habe. Vor allem halt diese Lanze, die durch alles durchgeht. Ja, witzig. Merkmal, ich erhöhe auch hier meine Göttlichkeit, um einfach mehr machen zu können. Okay. Und hier jedes Mal, wenn ich eine Begegnungskraft wirke, die den Gegner mit einem Debuff belegt. Wir erinnern uns hier zum Beispiel, füge ich ihm gleißenden Lichtschaden zu und erhöhe halt den sozusagen andere Sachen. Das ist ein Debuff. Und dadurch wird mein Schaden um 10% erhöht. Ja, der Verdammnisbringer. Zusätzlich. Okay. Genau. Ja. Cool.
gewährt euren frei verfügbaren Kräften, also die ganz obere Reihe meiner Lanze, meiner normalen Wurflanze, eine Chance von 10% durchdringenden Wurfspeer zu gewähren, die meinem versengenden Wurfspeer, das ist den dieser da hier, ja, automatisch zu einem kritischen Treffer werden lässt. Yeah. Crit macht ja noch mehr Schaden. Und das sogar 10 Sekunden kann ich das Ding. Also in der Zeit kann ich mindestens zweimal diesen Wurfspeer werfen. Sehr krass. Alter Schwede. So, der hier sozusagen, den hatten wir ja schon. Das ist eigentlich der langweilige, der hier oben ist. Einfach eigentlich nur Bedrohung runterziehen, Göttlichkeitsregeneration okay, aber wenn ich den mache, dann kriege ich eine Aufladung von mehr Schaden, wenn man es einfach mal spricht. Ja. Begegnungskräfte, die gleißendes Urteil oder brennendes Licht, also im Prinzip egal, welche ich da nehmen würde, die machen ja entweder immer brennende Schäden oder Göttlichkeitsschäden, haben nur eine Chance von 25% das Urteilsmaß vollständig aufzufüllen. Und wenn es vollständig aufgefüllt ist, mache ich halt richtig Schaden. Das ist so das Maximale. Ja. 25% fand ich super, ja, das geht dann rucki-zucki. Also. Ja, alles gut, jeder vierte Schlag. Die zelestische Protuberanz, wir erinnern uns hier oben, das war die Kugel, wo ich einen Bereich mache, die Kugel pulsiert, nach 5 Sekunden dehnt sie sich aus und wenn ich sie dann zünde, macht sie 1000 Schaden. Ah. Die wählt man hier nochmal aus und wenn die denn kritischen Schaden verursacht, was nicht so selten ist, dann kann ich die Kraft gleich nochmal wirken, ohne dass ich Aktionspunkte dafür brauche. Also, das ist schon eine kleine Perversität. Cool. Hier kommt die Atombombe. So, die Diet kann dann allerdings nicht nochmal gezündet werden, wenn sie Crit macht oder so, aber zweimal geht. Also, das ist schon alles gut. Super gut. Relativ pervers. Ja. Und das hier war so ein Ding mit 30 Stapel aufbauen, wobei es geht relativ fix. Auch hier, dann kriege ich so flammende Flügel da hinten raus, dann muss ich einfach meine Göttlichkeit kanalisieren, also so ein bisschen beten, ich die Göttlichkeit kanalisiert habe und wenn ich das dann abbreche, dann habe ich so einen Engel des Todes, der einfach mir dann noch einen Schadenzauber gönnt, der, wo ich keine Göttlichkeit verbrauche. Okay. Ja. Fand ich schon nett. Also, ich habe jetzt nichts von Heilung gesehen. Also der hat wirklich nichts mit Heilung am Hut mehr. Ne? Also der hat nichts mit Heilung. Der haut bei mir wirklich nur raus. Mhm. Und man könnte natürlich hier vorne sich auch noch eine Heilung wieder reinstellen, wenn man das will oder so. Okay. Aber ich habe wirklich alles auf Schaden gemacht. Ich habe auch nicht die Ketten reingenommen, was viele machen. Alternativ wäre sonst dieses Ding mit Feuerschaden. Aber ich bin auch eher auf göttlichen Schaden gegangen. Mhm. Weil ich gefühlt immer den Eindruck habe, der macht mehr Schaden. Whatever, aber dieser versengende Wurfspeer, der durch alles durchgeht. Ich stelle mich natürlich auch immer so hin, dass ich wirklich eine schöne Reihe von Gegnern direkt vor mir habe. Und wenn ich denn den Speer mache, das sieht schon lustig aus. Also das ist schon ziemlich gut. So, Segen. Was habe ich hier gemacht? Also im Prinzip natürlich wieder diese, wir bauen mehr Kraft auf am Rand, ist ganz klar. Mhm. Dann wieder hier so ein bisschen Crit mehr, bisschen Crit-Vermeidung. Viel Leben habe ich mir gegeben. Hier habe ich wieder Rüstungsdurchdringung, Verteidigung, wieder viel Leben. Und hier am Rand Bewegungsrate finde ich immer ja ganz nett. Mhm. Kampfvorteil habe ich deutlich erhöht. Wahrnehmung ein bisschen, wieder viel Leben. Zielgenauigkeit ein bisschen, Robustheit ein bisschen. Und hier bin ich auf kritischen Trefferschaden gegangen. Okay. Und auf Aktionspunkte zu gewinnen. Okay. Damit ich halt auch die Protuberanz, diesen geilen Bereich wirken kann. Und hier, wie manche DPSler das machen, halt auch, wenn ich hier eine Tötung habe, dann habe ich halt Kampfvorteil mehr, Schaden wird um 2% erhöht und erhöht den Schaden des Angriffs um 4000 pro Rang nochmal. Jedes also Angriff bei Rang 3 12.000. Ja, genau. 12.000 pro Rang ist eine Menge, ja gut, bei den Gildendingern im Prinzip bin ich hier auf Verteidigung gegangen, da natürlich auf Kraft und bei Unterstützung und Bewegung, halt wie immer. Ein bisschen schneller. Das ist genau langweilig wie immer. Das hast du gesagt. Gefährte, wie ihr seht, ist der Landhai, weil es einfach geht. Ausrüstung, Bindungssteine sind 13er, alles das gleiche. Ich habe sogar dieselbe Verstärkung drin, die ich auch als Heiler drin habe. Mhm. Das könnte ich beim Heiler ändern, hier nicht. Hier macht es Sinn, auch vor allem mit Kraft zu erhöhen und Crit-Vermeidung und so. Aber es schadet auch für einen Heiler nicht. Ja. Gefährtenboni sind ein bisschen anders, weil ich brauche keine Heilung mehr. Also was haue ich raus? Kraft. Ich habe Kraft. Ich habe meine Trefferpunkte immer noch erhöht, weil ich es gut finde. Ja.
Und hier, es gibt nur eine Handvoll Gefährten, die dir maximal 4000 Kraft mehr geben. Mhm. Viele andere geben dir 2000 oder sowas. Es gibt nur eine Handvoll, die dir bis zu 4000 geben, wenn die max gelevelt sind. Mhm. Das sind zufällig solche hier. Ja, Geist, aber nur bei dem bin ich schon einen Step weiter. Die anderen, nee, bei dem und dem bin ich einen Step weiter. Ja. Da bin ich noch nicht so, aber ich versuche die alle auf nochmal 4000 Kraft extra zu gewinnen durch die Leute. Kostet das nichts. Hilft denn schon ungemein. Und dazu halt Crit-Wert, Kampfvorteil. Ja, das ist das Problem. Es ist nur ein Zweitcharakter und ich musste sowieso die Ausrüstung nehmen, die ich noch irgendwie hatte. Und es kostet halt alles auch unendlich Kohle. Gott sei Dank hatte ich schon etliche der Gefährten, muss man so sagen. Ja. Da waren schon etliche der Gefährten dabei. Das passte schon irgendwie, schön. Aber naja. So, Reittiere, auch nichts Besonderes, Tücke des Gladiators, auch da wieder, ich laufe gern schneller, wenn es irgendwie geht, hier, wenn meine Ausdauer hoch ist, dann laufe ich fixer. Wenn ich eine tägliche Kraft einsetze, werde ich und die Verteidigung der Gruppenmitglieder und die Bewegungsrate erhöht, finde ich auch immer gut. Ja. Jedes Mal, wenn ich einen Kampfvorteil, dann heile ich mich so ein bisschen, schadet nie. Ja, du bist ja auch hier heilen, wieder. Genau, auch hier wieder ein bisschen heilen, wenn ich Crit erziele und Kunsthandwerk, wenn ich Artefakt einsetze, dann werden meine Abklingzeiten verringert. Macht in Summe wieder, um es mal eben zu gucken, 145.000 Kraft, 102 Kampfvorteil, Verteidigung ist, naja, Crit, naja, okay, also das ist Work in Progress, ich bin noch nicht durch, aber ich muss schon sagen, wenn ich so in Gruppen momentan laufe, ich komme ja nicht schwächlich damit vor, das ist wirklich nicht wenig, was der so raushaut. Muss man sich wirklich mal angucken, weil diese Kräfte halt sich stapeln und ich durch alle Gegner durch, ist das Endergebnis halt schon ziemlich ordentlich. Ja. Muss ich mal so sagen. Ja, sieht super aus. Also ich bin total begeistert von dem DPS. Also das ist schon, wenn man jetzt mit dem Spiel gerade anfängt, würde ich jetzt nicht erwarten, da einen sehr guten DPSer zu finden. Auf der Klasse. Nee, ich hatte auch echt meine Bedenken, muss ich gestehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin eines Besseren belehrt worden, wenn ich jetzt so, also gut, jetzt vielleicht nicht den höchsten neuen Dungeon oder so, aber wenn ich jetzt bei den Meisterexpeditionen als DPSler mitlaufe, dann sehe ich eine Gruppe, vor allem ich habe eine Reichweite, ne? Ich sehe eine Gruppe da ganz hinten, ich muss da gar nicht hin, ich werfe einen Speer, dann sind die alle schon auf 10% Health runter, dann werfe ich einen zweiten, dann sind die weg, also... Das hätte ich ja erwartet beim Waldläufer, wenn der auf Fernkampfbild geht, dass der auch mal mit seinem Bogen alle wegrotzt. Aber der als. Ich habe ganz wenig Fernkampf-Waldbildläufer, wie heißt das? Waldläufer-Builds gerade gesehen. Also die meisten gehen jetzt auf Nahkampf. Ja, gehen auf Nahkampf. Nach Mod 16 irgendwie. Der war ja nie auf Fernkampf irgendwie richtig gut. Der war ja nie, also in der Vergangenheit war der immer. Ja, geht so. Also, Nahkampf ist immer geiler. Also ganz ehrlich, der Kleriker ist der ultimative Fernkämpfer, wenn du mich fragst. Ja, siehste, also das macht total nicht Sinn. Okay. Ja, super. Also ich finde es halt gut. Cooler Kleriker. Hut ab. Ja, Anmerkungen unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss. Ciao.